konzentrieren wir uns nun darauf, wie wir die einzelnen Module, die wir hier sehen, sowie die programmierbare Bedieneinheit mit dem BIOS-System in Verbindung bringen. Bei den Modulen, die wir hier sehen, handelt es sich zum einen um das 24 Volt Tukan-Netzgerät, das vierfache Beleuchtungsmodul, das achtfache Relais-Modul sowie das vierfache Jalousie-Modul. Um die Module untereinander zu verbinden, verwenden wir diese Schiene. Mit dieser ist es möglich, die Module untereinander spielend einfach zu verbinden und sie garantiert für eine sichere Verbindung. Man sollte in diesem Fall mit dem Netzgerät beginnen und anschließend kann man die restlichen Module anschließen. Sofern dies geschehen ist, sollte man noch einmal kontrollieren, ob alles passt und dann kann man weitermachen. Und zwar heißt weitermachen in diesem Fall, dass man nun die Bedieneinheit an das BIOS-System anschließt. Dafür verwenden wir nun ein vieradriges Kabel. Zwei Kabel für die Stromversorgung und zwei Kabel für die Kommunikation. Auf der Rückseite der Bedieneinheit befindet sich der Anschluss, wo wir das Kabel nun anbringen. Das andere Ende des Kabels wird nun in diesem Fall an die Busschiene angebracht. Der letzte Schritt in diesem Fall wäre, die Module sowie die Bedieneinheit mit der Tukan-Buskarte zu verbinden. Dies geschieht in dem Fall auch über ein vieradriges Kabel. Der Anschluss befindet sich auf der Seite hier. Dort kann das Kabel angeschlossen werden. Und das andere Ende wird ebenso an der Busschiene angebracht. Und nachdem man nun die Tukan-Buskarte an die anderen Erweiterungskarten angebracht hat, kann es weitergehen.